alle zusammen. Heute geht es um das Merz-Muster. Ich werde euch jetzt komplett so zeigen, wie Kirsten es auf ihrer Strickschmiede oder ihrem Blog Strickschmiede praktisch zum Download bereithält. Das Merz-Muster hat die Nummer 155 und so wie Kirsten das empfiehlt, fange ich jetzt an, indem ich auf beiden Betten alle Nadeln in Arbeit schiebe. Da ich im Moment noch bei der Maschenprobe bin, wird das jetzt hier einfach erstmal nur die Maschenprobe. Wie ihr seht, habe ich jetzt alle Nadeln 1 zu 1 gegenübergeschoben. Die Kurbel ist unten und ich werde jetzt eine Reihe stricken. Es wird das Versatzmuster. Auf 4.1 und N vorne und N hinten. Die Kurbel ist unten. Das Schloss steht jetzt links. Ich habe auf hinten und vorne auf 4.1 gesetzt und habe die erste Reihe gestrickt. Jetzt werde ich die Kurbel nach links eine halbe Umdrehung machen und werde wieder rüber stricken. Kurbel ist links nach oben. Ihr seht es jetzt hier. Und das Muster ist leicht versetzt. Ich habe den Kamm eingehängt und jeweils rechts und links ein Gewicht und stricke nun die zweite Reihe von links nach rechts zurück. Oben oder noch oben. Und jetzt für die nächste Reihe von rechts nach links setze ich die Kurbel wieder runter. Wieder auf 0. Kurbel unten. Das Schloss steht links. Ich stricke nur noch eine Reihe, damit das Schloss rechts steht. Ich werde jetzt die Nadeleinstellung auf 4,5 stellen und dann hänge ich die Nadeln um. So, ich nehme jetzt hier, diese hier kommt nach links rüber. So. Und diese hier hänge ich nach rechts rüber. Na, komm schon. So, die beiden ziehe ich weg. Jetzt kommt diese nach links rüber. So, und diese nach rechts rüber. Wieder zwei weg. Nach links und nach rechts. So, hier hinten bin ich folgendermaßen vorgegangen. Da ja die anderen drei hier waren, eben besser zeigen, habe ich das jetzt so gemacht, dass ich jetzt die letzte hier von hier rüber gehangen habe und dann die zweite hier auf die ersten gehangen habe. Denn das waren jetzt praktisch ab da diese beiden Nadeln und das heißt, diese Nadel habe ich jetzt hier vorne drauf gehängt. Und diese Nadel habe ich hier drauf gehängt. Und jetzt habe ich die nächsten zwei, die habe ich dann wieder wie auch vorne. Dieser hier nach links und dieser hier nach rechts. Und so mache ich jetzt erstmal weiter, bis ich hinten fertig bin. Vorne sind immer alle drei Stößer in Arbeit, also Stößer genauso wie Nadeln. Und hinten hatten wir ja nur eine links und eine rechts, also nur außen von den dreien und in der Mitte kein Stößer. Und die zwei sind immer aus der Arbeit. Und auch hinten die Stößer eingestellt habe, werde ich nun anfangen, die Konsole einzurichten. Es geht los. Ich gehe auf No. Ich möchte ein Programm. Ich möchte das vorhandene löschen und ein Anschlag Nummer 4. Bestätige das alles. Nein. Muster A ist 155. Test Nein. Alles Ja. Form Nein. Und nun kommt, ich nehme, weil ich eine Maschenprobe mache, 25 minus und 25 plus. Nun kommt wie immer meine Startposition. Das bestätige ich.
Statt dem Anschlag jetzt zu bestätigen, gehe ich auf ABC, damit ich gleich ins Muster komme, denn meinen Anschlag habe ich ja schon fertig und kann ihm jetzt bestätigen, Muster A möchte ich jetzt stricken. So, nun kommt wieder SX. Was ich jetzt bestätige, an der Maschine eingestellt habe, GX, ich stelle das mal eben ein. GX ist fertig und eine Reihe 0. Jetzt sagt er mir an Kurbel oben. Nachdem ich Kurbel oben bestätigt habe, kommt eben halt Nadel und Stößer, das haben wir ja vorhin gemacht, und es kommt wieder eine Reihe 0. Nach der Reihe 0 soll ich hinten Stößer und Nadeln in Position bringen. Stößer. Dann den Faden, die Maschengröße. Wir waren ja vorhin auf 4,5. Ich werde jetzt eine Reihe 4,5 stricken. Und danach gehe ich auf Maschengröße 5. Abstreifer schwarz und vorne KX, hinten N. So, ich musste noch mal anfangen. Ich habe jetzt andere Sockenwolle genommen, die andere ging gar nicht. Die ersten Reihen werden mit N gestrickt. Danach stoppt meine Konsole und sagt nun AX. Das heißt, nun stricke ich mit AX. Jetzt sagt die Konsole wieder N. Und nun sagt die Konsole wieder AX. Und wieder N. AX, N. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Hoffe, das gelingt euch. Also nicht verzweifeln, bei der Sockenwolle fand ich das nicht sehr einfach, aber wenn ihr die richtige findet, dann funktioniert das und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!